Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Mario Rabbids Kingdom Battle. Folge, keine Ahnung. Und ja, im letzten Part hatten wir den krassesten Kampf bis jetzt. Also wir sind echt fast gestorben. Wir hatten 16 Leben auf Mario und ich glaube 8 auf Luigi. Also es war wirklich ultra, ultra knapp. Aber dann war zum Glück das Gebiet los und wir wurden geheilt. So, und das erste, was wir heute natürlich wieder machen, es gibt ja kein anderes Ritual, was öfter hier gemacht wird, ist mal gucken, was wir hier so machen können. So. Ich würde fast behaupten wollen, dass das hier echt sinnvoll wäre, aufs Kraftpaket abzugraden. Aber auch sinnvoll wäre... Oh yeah. Das wäre natürlich noch Next Level, aber... Helden zu Cooldown ist wichtig. Kraftpaket ist auch wichtig. Und Links upgraden wäre auch wichtig. Also, ich sage mal, bei ihm kann man schon ordentlich Schaden raus. Und ich glaube, 120, warte mal, 40, 60, 90, 130 Schaden sogar. Stampfschaden kann man auch erhöhen. Aber für mich ist bei ihm das Wichtigste, dass man hier wirklich... Boah, Leben wäre auch wichtig. Aber... Heldensicht, komm. Ja, hier sehe ich jetzt nicht so viel Interessantes. Das bringt sich nicht so viel. Weil Raserei sowieso nicht so stark ist. Vielleicht mal den Dash-Schaden, aber um 10, weiß ich mal, das ist auch gehupft, wie geharscht, wie man hier in Österreich so schön sagt. Das können wir ebenso machen, Teamsprung erhöhen vielleicht, Röhrenausgang erhöhen, auch eher nicht so gewichtig. Bei ihm kann man vielleicht was verbessern. Kavum. Felder, naja. Vielleicht die Bewegung einfach. Na gut. Mehr sehe ich jetzt nicht, was man unbedingt verbessern müsste. Dann gehen wir mal weiter. So, jetzt sind wir wieder in der Eiswelt. Ganz komisch. Da sind wir hergekommen. Da gehen wir weiter. Ja, ja. Offenbar kann diese Trottelbande nicht genug von deinen Talenten bekommen, Spawny. Ich frage mich, was für einer neuen Schöpfung du ihr Interesse wecken willst. Mit was für einer? Lass dir was Gutes einfallen. Na los, zeig's ihnen. Liefere ihnen etwas direkt aus deinen Albträumen. Oder ich gebe dir etwas, wovor du wirklich Angst hast. Hör auf zu wackeln, du Schwachbirne, du fällst nach runter. Rebel Peach checkt bei ihm. Ja, haltet euch von Spawny fern. Wagt es nicht, mir in die Quere zu kommen. Klar, ich muss Sachen erledigen und meine Probleme mit meinem Vater vergessen. Oh shit, here we go again. Gut, da haben wir direkt ein Rätsel gesehen, was gar nicht mal so einfach sein könnte, weil man hier rote Münzen im Labyrinth mit dieser Steuerung einsammeln muss. Ja, das war's aber wieder komplett. Dann haben wir die Nummer 3, dann haben wir die Nummer 4, die Nummer 5, die Nummer 6, die Nummer 7. So, jetzt fängt es an zu töten. Ja, aber wir haben es trotzdem geschafft, sehr schön. Da müssen wir nochmal rein, Sabirin. Warum kann man die Truhe auch nicht außen platzieren? Ich meine, ist ja auch egal. Alter, ich hab so Durst gerade, ne? Ich hab nur ein Fusi draußen stehen im Schnee. Ist bei euch auch schon Winter? Schreibt's mal in die Kommentare. In Österreich ist schon Winter. Oh, an den Kampf kann ich mich auch noch erinnern.
Hier bin ich, glaube ich, immer ganz gut gefahren mit ihm und ihr. Also dem Standard-Team. Obwohl, können eigentlich auch so spielen, ne? Haben wir gerade gemacht, was mache ich hier? Gefühlt alle 5 Minuten will ich irgendwas upgraden. Was ich nicht kann. So, Ah, okay. Ich würde sagen, wir frieren ihn erstmal ein. Und schaffen damit einen Weg. Schönes. So. Jetzt wird die Heldensicht natürlich aktiviert, weil wir diesen Typen natürlich loswerden wollen. Und das machen wir auch. Jetzt haben wir dann einen kritischen Treffer. Warum hat jetzt die Heldensicht nicht getriggert? Was ist das denn für eine Animation, Junge? Teilweise ist das echt weird. Und komm, finaler Hit. Ja, sehr schön. Damit haben wir noch eine Heldensicht sogar übrig. Das ist auch was, was ich liebe. Ha. Jetzt auch denken, WTF, what? What did he do there? Why is the wall there? Why is there a wall? Fragen sich Mexikaner auch seit neuem, Leute. Das ist kein Scherz. Ich habe irgendwie Angst, dass die Wand dadurch kaputt gehen könnte. Mit Betonung auf könnte, aber. Wir machen es so, dass die Wand wirklich kaputt geht. Riskieren jetzt den Schaden mit ihm. Na, plötzlich ins hier kommen. Dafür machen wir ein schnelles Ende. Ficken. Ganz großes Ficken. Machen wir es einfach so, dass wir der Tornado könnte uns helfen, die Kleinen auseinanderzubringen. Gut, wir machen das jetzt so, dass wir ihn verschwächern. Und dann greifen wir. Ach, ich bin auch schlau. Natürlich können wir ihn auch angreifen. Das machen wir einfach mal, komm. Steinschaden. Ah, scheiße. Aber das ist gut, weil er ist wenigstens tot und er kann uns jetzt gar nicht mehr angreifen, kann das sein? Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht in die Richtung. Nein, 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 fuck, 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 fuck. Das finde ich gar nicht gut. Aber wenigstens wird der eine Gegner auch getroffen, komm. Oh, oh, der geht jetzt da drauf und macht da nochmal richtig Schaden. Ach, scheiß die Wand an. Ja. Okay, das war riskant, aber komm. Natürlich trifft er auch. Heilung geht natürlich auch klar. Das war's mit ihm. So, wir gehen in die nächste Schlacht rein. Oh, da ist sie ja schon. Okay, mal gucken, wie wir das Ganze anstellen werden. Ich denke, in dieser Schlacht dürfen wir nicht zu offensiv spielen. Habe ich so im Gefühl. Ja, was machen wir da? Nee, ohne Scheiß, ich glaube, ich bleibe bei der Taktik, den erstmal auszuschalten. Aber dann werde ich nicht direkt auf den Typen da drüben gehen, zumindest nicht so offensiv. Vielleicht werde ich den erstmal dashen und dann hier platzieren. Mit einer Schutzfolie. Vielleicht komme ich weiter. Nein. Ja, das ist besser als der Vampir. So, dann gehen wir ihn dashen.
Ich gehe weiter drauf, komm. Ja, es kann so vom Ding her, aber ich glaube, ich mache wirklich dieselbe Scheiße einfach nochmal. Das hat so sehr schlau, dass wir den einen zuerst dashen, aber komm. Dann werde ich es ganz einfach mal so machen, dass ich... Ah, scheiße. Okay, ich dachte, ich kann den einen Krobian vielleicht noch anziehen. Das wäre natürlich ultimativ gewesen. Geht leider nicht, aber... Hat zumindest funktioniert. Sprung-Effekt ist da. Schutz vor der Mauer ist da. Der hat wenig Leben, ne? Ja gut, 85 ist auch nicht so wenig. Schießen wir immer ab. 56er. Hatte, glaube ich, 72 Leben. Dann passt das Ganze. So. Dann sind wir hier. Tornado. Selber Tornado wie vorher. Oh, Scheiß, wie gut. Ja, aber kann sich heilen. Das bringt sich gar nichts eigentlich. Hat er jetzt Kraftpaket? Nee, ne? Doch. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, gar nicht schlecht. Okay, schade. Diese Heilung fuckt ab. Aber klar. Uns fehlen 4 Gegner. Das sind nur 3. Das hätte mir gleich auffallen sollen. Na komm, wir hauen ihm mal die Fresse ein. La 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 la. Ja. Und so machen. So, jetzt wäre es sehr gut. Wenn wir ihn erstmal eliminieren könnten. Das wäre sehr schick, sehr fein. Komm, scheiß drauf. Wir machen es so, wie ich glaube, dass es am besten ist. Wir dashen ihn nochmal. Spring auf ihn drauf. Versuchen Rabbit Luigi nicht zu treffen mit dieser Attacke. Hoffentlich funktioniert das. Ja, sehr schön. Das finde ich gut. Jetzt kann der hintere leider den maximalen Dingschaden ausfüllen, aber... Na komm, wir machen ihn erstmal kaputt noch. Oh, wirklich geil an der Stelle. So, wer ist denn da gespawnt? Oder wer spawnt da? Wahrscheinlich Grobian, ne? Ja. Vielleicht bringt es irgendwas und dann passt es. Nein! Ah, wie unnötig, komm. Reicht jetzt. Scheiße. So kann man es natürlich auch machen. Oh oh. Ich wusste, dass es machen wird. Oh, kann sich gar nicht heilen. Folgender Target. Wir versuchen, ihn tot zu dashen. Ah, fuck. Da fehlt uns jetzt ein Block, ne? Das wäre so heftig. Das wäre so heftig gewesen. Ich werde mich jetzt mit Mario am Grobian auf jeden Fall heilen. Das ist sicher. Ja, schwach machen wir auch rein, komm.
volles Programm. Leider hätten wir jetzt noch den Kraftschub, wie immer der hieß. Wäre es natürlich noch heftiger gewesen an der Stelle. So. Warte mal, ich habe eine Idee. Mal gucken, ob das funktioniert. Schaden. Komm, wir machen es so. Komm, wir investieren einen weiteren Zug in einen cleanen Sieg, bei dem wir, falls es noch einen Kampf danach geben sollte, ganz gut hervorgehen werden. Tornado. Vielleicht macht doch der Tornado den Rest. Ja, sieht so aus. Nee, doch nicht. Ja, moin, der Tornado war mal komplett lost. Ja, war mal komplett lost. Okay, es sind zwei Grobianer, die machen gar nichts. Keine Waffenpanik, die machen gar nichts. Oh Gott! So Bullshit. Stirb mal, man. Ja, ist ja klar, mein Sohn. Können wir bitte jetzt den letzten Gegner kurz killen? 4 Runden. Das wird wohl noch legitim sein, komm. Ach, was mache ich hier? Ja, komm. Einfach hier hinstellen. Danke. Danke. 4 von 6. WTH. Wer braucht hier dann 6 Züge? So, fast 3000 Münzen wieder. Ein Pilz würde ich bevorzugen. Oh, da oben ist aber einer. Das finde ich aber gut. So, da brauchen wir einen roten Button. Den kriegen wir da unten. Und dann können wir hier hoch geschossen werden. Münzen noch getten. Und dann hier all the way down driven. Wie bei Frauenleichen. Und dann passt das Ganze. Jawohl, komm, haben wir genug Leben. Könnten wir genau mit dem Squad den nächsten Kampf auch noch gewinnen. So. Oh. Okay. Ja, aber erst im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, dann gerne positiv bewerten. Dann sehen wir uns nächste Woche. Haut rein.